So, rübergerannt. Und den ganzen Loot losgeworden. Ja, hier ist Silber, haben wir von einem Dinges gekriegt, ne? Von einer der Vasen, glaube ich. So, dann die können wir auch runterschmeißen, die brauchen wir nicht. So, Ausdauertränke, merke ich gerade, können wir wieder ein paar gebrauchen. Da muss ich dann, glaube ich, auch mal allmählich wieder welche herstellen, ne? Stimmt! Von denen habe ich überhaupt welche in Auftrag gegeben. Das können wir später machen. Und hier nochmal zwei. Weil, ne, wir sind ja gerade so effektiv in den Aschenlanden. Das freut mich gerade. Wir sind kurz davor, den letzten mysteriösen Ort zu finden. Das will ich auf jeden Fall noch vorher abhaken, bevor wir hier drin weiterarbeiten. Aber zuerst einmal, gute Nacht! Guten Morgen und direkt wieder hinein. Ich habe so Bock drauf und keine Ahnung, wie das mit diesen zwei Sterneviechern ist, weiß ich immer noch nicht. Ich lasse das Portal, glaube ich, erstmal da, ne? Denn, um ehrlich zu sein, steht es hier ja auch gar nicht schlecht. Boah, Alter, voll diese ganzen Ruinen, das sieht voll geil aus. Oder? Finde ich. Und die Dingens ist da, das Gebäude da, ne? Wollen wir uns mal vorsichtig nähern, in der Hoffnung, dass da tatsächlich keine zwei Sterneviecher sind. Ich glaube aber, die müssten da sein. Ich gehe mal vorsichtig hin. Oh, Straußenfahren. Her damit. Hier ist ja geil. Hier können wir uns verstecken. Gut, aber irgendwie sehe ich hier keinen Spawner oder sonst was. Ein Pilz. Her damit. Wow, da sind sie doch. Ein Hexer. Oh. Okay. Oha. Nein. Energieschild wollte ich. Shit. Ein Hexer mit zwei Sternen. Ja, moin. Ja, ein Troll, ne? Ich muss ja den ablenken. Und mich um den Spawner kümmern. Den Zwei-Sterne-Spawner. Kann ich hier durchschießen? Weil er da gerade so festgebackt ist. Nee, ne? Nein! Aber stimmt, die Wurzeln machten, glaube ich, keinen Schaden an ihm. War das nicht so? Ja, gut. Ich gehe mal hin und schmeiße... Ich suche mal den Spawner, den Zwei-Sterne-Spawner. Der ist hier. Gerade ungeschützt, komm. Ich sehe es schon kommen, dass gleich ein Feind kommt, ich weiß. Vielleicht kommen sie von allen Seiten, aber ich will gerade die Chance beim Schopfe packen. Wo auch immer der Hexer ist. Sechs. Schnell, 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 schnell. Bevor Feinde kommen. Regeneriere, Mana, regeneriere. Oh, oh, da ist er. Ich versuche es trotzdem weiter zu ballern. Weil der hat natürlich Prio. Ich laufe mal hier hin. Und baller nochmal drauf. Ja, er ist kaputt, Gott sei Dank. Und jetzt ein Troll, wa? Warum auch nicht? Ich gehe mal hier in Deckung. Ja, die hier sind ja easy. Die haben ja nur drei live. Gefühlt. Also drei. Mit drei Frostsplittern sind die down. Und hier mache ich mal. So. Bam! Ja, alles kracht ein. Oh, deshalb habe ich mir natürlich auch Deckung genommen. So. Und da weiß ich nicht genau, was ich nehmen soll. Rost macht so gut wie gar keinen Schaden. Nee, nee, kümmere dich mal um den, genau. Theoretisch noch einen zweiten Troll, ne? Ja. Noch einen drauf. Bam! Wie es auch immer ableckt dann, weil er so viel berechnen muss. Freut mich natürlich. Aber Hauptsache, sie machen ihn kalt. So. Haut schön drauf da. Und wenn ein Troll down ist, dann mache ich direkt einen neuen. Oh oh. Nein, nein, nein. Nicht an mir Interesse haben, sondern schön an ihm. Ich glaube, einer ist gestorben. Ja. Nee, doch nicht.
Hm. Dein Totenbeschwörer ist zu schwach. Verstehe. Jetzt ist einer down. So. So geht's natürlich auch. Oh oh, nein, nein, nein. Ach, habt ihr ihn getötet? Echt jetzt? Okay, das ist ja geil. So, Frostsalbe. Lauf ich mal weg. Sonst machen die nämlich Kleinholz aus mir. Erstmal dich. Tschüss. Und dann noch den anderen. Mana, bitte. So. Der ist ja auch Gott sei Dank so riesig, dass ich trotz der Streuung immer treffe. Das freut mich natürlich. So. Oh oh, Energieschild. So. Ja, und Frost natürlich gegen ihn, ne? Das ist ja, ne, diese ganzen gelben Zahlen, die sehe ich sehr gerne. Und auf Wiedersehen. Ach, ich will immer seinen Loot holen, aber er hat ja gar keinen. So. Und hier ist der letzte mysteriöse Ort. Tschüss. Könnt ihr mit einer Spitzhacke rein? Ist auf der Seite auch eine Mauer? Ich guck mal kurz. Da ist ein Loch oben. Komme ich da durch? Was ist das hier für ein Stein? Ist das einfach nur hier reingespawnt oder gehört das zusammen? Frage ich mich gerade. Ich reiß hier mal auf, wa? Ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt dauert. Und natürlich Feinde. Gut. Und so. Und Spitzhacke. Ich klopp hier einfach durch. Meine gelbe Zahl. Und Spitzhacken verbessern. Yes. Sehr gut. So. Dann wieder ein paar Wurzeln. Da war doch noch ein Feind, ne? Hat mich hier nicht irgendwer abgeballert gerade, oder? Da sind sie doch. Ja, jetzt hauen sie natürlich ab, weil sie vergiftet sind. Gut. Ja, los, wir machen es einfach. Auf primitive Art. Also ich könnte jetzt natürlich auch irgendwie zum Beispiel einen Troll beschwören oder so und das alles in die Luft jagen. Es ist eingekracht, sehr gut. Dann komme ich hier sogar rein, ohne dass sie mich verfolgen können, ne? Aber will ich ehrlich gesagt nicht. Ich möchte, dass sie sterben. So. Verprügelt die mal bitte. Schön kräftig von allen Seiten. Oh. Gut. Ich glaube, das war's. So, dann gehen wir hier mal rein. Aha. Das ist ein Eingang. Aha. Gut. Machen wir das Ding. Das Ding. Den und den. Und diesen Stein hier müssen wir bestimmt zerstören. Da ist dann das letzte Stück drin. Oder ist das da in dieser Höhle drin? Was ist denn das für eine Höhle überhaupt? Ich gehe mal vorsichtig näher. Ist das eine normale Morgenhöhle? Na, nur betreten steht da. Nee, das gehört zusammen. 100 pro gehört das zusammen. Ich versuche auch das Ding hier nochmal kurz mit der Spitzhacke zu zerstören. Halt, wir treffen mehrere. Deswegen stelle ich mich drauf. Dann treffen wir nur ihn. Machen wir mehr Schaden. Und ich hoffe, hier ist das letzte Stück drin. Ist das nicht? Hätte ich wohl gern. Das letzte Stück ist da drin, ne? Was auch immer uns dort erwartet. Ich gehe mal hier. Ich habe doch Holz dabei, ne? Ne, das habe ich abgelegt.
Ich will nämlich ganz gerne, so finde ich das gar nicht schlecht. Sie sind hier voll geschützt. Und ich muss hier nur irgendwie hochkommen. Hm. Nur wie ist die Frage? Komme ich, glaube ich, gar nicht, ne? Ja, man kann leider diesen Glitch nicht mehr benutzen mit der Kante. Hm, deswegen hänge ich jetzt hier fest. Ich könnte hier was rausbrechen. Gehe aber stark davon aus, dass das unzerstörbar ist. Ja, ist es. Weil es Höhle ist. Mhm. Ja gut, was mache ich denn dann jetzt? Dann muss ich es ja doch aufbrechen, ne? Vielleicht hier an der Seite so ein Stück. Ja, was soll's. Dann mache ich das eben. Und dann baue ich das Portal auch hier rein, glaube ich. Ja, perfekt. So eine kleine Lücke. Und da kommen die nicht hoch. Hervorragend. Dann gehen wir mal hier hin, sammeln nochmal die Pilze auf, die hier so rumfliegen. Und vor allem da noch eine Festung, ne? Können wir vielleicht endlich die letzten Blutsteine finden. Wir haben ja zwei Festungen gefunden. Eine da und eine da hinten irgendwo. Habe ich eingetragen. Da. Sehr gut. Aber erstmal das Portal geholt und ich habe keine Ahnung, was da in dieser Höhle drin ist. Eine Höhle? Ich habe jetzt eigentlich gedacht, das ist so ein gleicher Ort wie die anderen. Hm. Kein Plan. Wir werden sehen. Erstmal gehe ich hier hoch. Und ich könnte den Loot schon mal wegbringen. Ja, Alter, hier. Aber ganz ehrlich. Was soll ich damit? Wie viel von dem Zeug kann man eigentlich haben? So, Portal weg. Und Workbench weg. Haben wir alles? 20, 10 und 20 Edelholz. Ja, haben wir. Also rüber. Halt! Da ist Asquin gestorben, kann das sein? Ja, da ist Asquin Loot. Den will ich haben. Das weg, das weg. Und ich höre hier irgendwas jumpen. Ach so, es ist ein Lava-Vieh. Ja gut, Energieschild. Und wir verbarrikadieren uns da drin. Ich hoffe, das Vieh verfolgt uns dann nicht mehr, weil das wäre ärgerlich. Das würde hier nämlich irgendwas sprengen. Und dann hätten wir den Salat. So. Ach, stimmt, ich hätte ja auch hier reingehen können, ich Narr. Gut. Hammer. Und dann mache ich mal so. Schienenes Portal. So. Ne, schön gesichert. Und dann würde ich sagen, wir warten und gehen hindurch. Können den Loot schon mal wegbringen. Bereiten wir uns vor. Auf was auch immer das ist. So. Perfekt. Dann den ganzen Stuff weg. Und ja, theoretisch könnten wir pennen gehen, aber müssen wir gar nicht, weil wir sind ja sowieso unter Tage. Deswegen packe ich mir einfach nur mal noch ein paar 7 Sachen ein. Das hier. Nahrung haben wir. Und ich repariere auch nochmal den kompletten Stuff. Beziehungsweise die Stuffs. So, nach oben. Und ich glaube, das passt auch. Ja, weiß ich nicht genau, was da jetzt kommt. Wir werden sehen. So. Und dann würde ich sagen, hinein. Schon ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Grab von Fürst Leto? Who the fuck is Fürst Leto? Oh, er ist wohl Fürst Leto. Reto. Hä? Stand da gerade nicht Leto? Keine Ahnung. Ja, Wurzeln, ne? Troll? Soll ich immer einen Troll reinwerfen? Geht das überhaupt? Kann man das unter Tage machen? Ah, so, blockiert, okay. Mm, ja, dann Wurzeln. Oh, Nahrung. So. Wow, da ist er ja schon. Gut, ja, aber wenn das ein Nahkämpfer ist, dann ist der ja easy. Oder hat der auch Magie oder was? Kann der auch so irgendwie Fernkampfsachen machen? Und so, oder so Flächendamage? Weil wenn es ein Nahkämpfer ist, sorry, aber dann ist es ja lächerlich. Na los, schlag zu!
Hierher, hier bin ich. Das ist bestimmt nur der erste Gegner, ne? Und hier gibt es bestimmt mehrere. Nee, nee, hier bin ich. Hallo, brauchst gar nicht erst abhauen. Du kommst hier nicht raus. Nicht, bis wir den Kampf hier zu Ende geführt haben. Reise nach Jerusalem. Immer schön um die Säule rum. Dann wird er schön verprügelt. Oh oh. Ich liebe diese Wurzeln so. Los, haut drauf! So, noch ein paar. Oh, jetzt haben sie ihn out of range geboxt. Ah, den treffe ich immer noch. Und tschüss. So. Oh. Wir haben das letzte Stück gefunden. Also war das wirklich der letzte Boss? Hier ist nicht noch irgendwie ein Feind oder so? Irgendwie ein Magierfürst? Nö. Und hier gibt es nichts an Loot? Gar nichts? Hä? Was ist das für eine langweilige Höhle? Aber gut, wir haben immerhin das Stück. Das Heft des langvergessenen Schwerts. Vielleicht könnte man es neu schmieden, wenn man nur alle Teile beisammen hätte. Und das haben wir! Also nichts wie zurück. Und durchs Portal. Okay, also der Kampf war jetzt ein bisschen lame, ehrlich gesagt. Aber gut, ich gehe mal nach hier unten und sortiere mal den ganzen Müll ein. Barren. Dann haben wir hier außerdem das Zeugs. Stimmt. Da packe ich mal das rein und nehme die Krone raus. So. Dann nochmal hindurch. Vor allem nehme ich erstmal das Holz und so, ne? So, Holz rein. Edelholz kann ich gerade nicht aufnehmen. Haben wir hier sonst noch was? Schwefel, Knochen. Knochen haben wir hier. Rein damit. So. Und nochmal durch. Ja, ich glaube, ich muss es sowieso wieder machen, wie ich will. Also, wie er mir sagt, meine ich. Nicht, wie ich will. Dann Knochen, Federn. Heute. Hier haben wir Metallteile. Das packe ich schon mal. Ne, das hatte ich hierhin getan, ne? Hier. Ja. Sehr gut. Ja, aber das machen wir gleich. Knochen und die ganze andere Krempel. Hör damit. So. Und hier den letzten Knochen. Was auch immer das soll. Warum man eine Asquin-Skelett bauen kann. Hä? Bringt das was? Stimmt. Das weiß ich immer noch nicht. Gut möglich, dass ihr es mittlerweile in die Kommentare geschrieben habt. Ob es was bringt oder nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich sammle mal hier alles auf. Grousten. Hier bei Marmor. Halt. So. Außerdem zwei Jade. Die kommen hier zu Schmuck. Metallteile. Da sind die Muddern. Muddern. Zahnräder, meine ich. Kleinviehfleisch. Reptilienfleisch. Dann hier noch Federn. Hier. 18 Stück, ja moin. Und das kommt nach unten. Das können wir gleich nochmal anhauen. Denn auch das können wir gleich zu Ende führen. Oh, 12 Weichgewebe. Da beschwere ich mich nicht. Außerdem ein bisschen Gold. Hier noch Möbelstuff. So. Gift. Das verfaulte Fleisch ist ja Gift. So. Feuer. Monsterorgane. Knochen. Was haben wir hier denn noch? Moment mal. Ja doch, das ist schon richtig sortiert. Heute haben wir ja auch noch. So. Noch mehr Marmor. Aber das war ja eigentlich zu erwarten. Und noch mehr Marmor. Sehr gut. Hier ist noch Stein. Das packe ich auch mal rein. Hier ist noch Harz. Harz. Erz meine ich. Harz auch, aber Erz vor allem. So, dann das aufgesammelt. Was haben wir hier noch? Was sich stacken lässt? Magmafische. Straußenfahren. Die Kohle kommt auch runter. Die passt nicht mehr rein.
Und der Rest stackt sich auch nicht. Das sind Knochen eine Menge. Alter, davon habe ich schon 33. Dann Trophäen eine Menge. Ist ja eigentlich mittlerweile irgendwas zu viel? Nee, ne? Krass. Gut. Monsterorgane. Aegis. Pilze. Kräuter. Wow. Jo, das hat sich doch gelohnt. Dann haben wir außerdem ein paar Fische gefunden. Die kommen natürlich in unser Aquarium. Sehr gut. Und was haben wir da noch? Pfeile, die bringe ich gleich nach oben. Magie. Pfeile hier hin. Ah, nee. Nee, nee, nee. Die behalte ich im Inventar. So, und den letzten Rest. Hier sind noch Möbel, da kommt die Laterne rein. Kohle bringe ich nach unten. Dann haben wir hier noch Reptilienfleisch. Surtlingskerne. Knochen natürlich, mal wieder. Und etwas von dem verkohlten Harz. So, sehr gut. Dann gehe ich mal nach oben, bringe die Pfeile weg. Und außerdem hole ich die Rüstung nach unten. Erstmal Pfeile hier rein. So. Und dann hier die Rüstung. Zack. Bis auf den Umhang. Der ist nämlich vollständig. Weil wir haben jetzt 90 Barren. Und 90 Barren müssten nach meiner Berechnung das sein, was uns noch gefehlt hat. Neben, ich guck noch mal, schau noch mal kurz. Aspenhaut. Die hole ich auch schon mal. So. Und hinunter. Ach ja, das Erz natürlich. Und das hier. Das kommt in unsere Erzkiste. So. Und außerdem haben wir hier die Barren fertig. Und hier. Und dann kann ich mal hier ein neues... Hä? Da. Flammenkern. Jetzt habe ich sie. Okay, ich pack mal rein. Geht nicht. Dann, ich habe hier nur 13. Wieso? Ich dachte eigentlich, wir haben die 20 voll. Gut, dann packe ich die Barren hier rein. Und wir haben 90. Kohle hier. Sehr gut. Und dann kann ich jetzt von oben nämlich die Barren auch rausnehmen. Ist natürlich erfreulich. Dann mache ich das auch. So. 1, 2, 3. Und das sollte ausreichen. Ich glaube, wir brauchten nämlich noch 30 für jeden. Jeweils einmal. Wenn ich mich nicht täusche. So. Aufwerten. Nein! Ach so, hier brauchen wir nur noch 2 Eiter. Ja, die haben wir auch. Hä, 10 nur? Was habe ich mir da aufgeschrieben? Ach so. Doch, wir brauchen 30 pro Stück. Sag ich doch. Okay, also habe ich mich doch nicht verrechnet. So, und... So. Dann die Barren hier kurz hingeworfen und Eiter geholt. Wir brauchen ja nicht viel. Die 13 sollten, glaube ich, ausreichen. Hör damit. Und aufwerten. Flammkern. Oh, das braucht weniger. Bleibt sogar noch ein bisschen was über. Das ist erfreulich. So. Und sie ist Max. Jo. Perfekt. Genau so will ich das sehen. Barren kommen hier wieder rein. Und Magie kommt hier wieder rein. Dann hätten wir das auf jeden Fall schon mal durch. Das ist ja höchst erfreulich. Und außerdem können wir jetzt natürlich... einen Moment. Heute hier rein. Wir können jetzt natürlich auch... Wie hieß es? Drünbin herstellen. Und das machen wir jetzt auch. Ich wusste es, wir brauchen noch mehr. Aber was auch immer wir brauchen. Bestimmt noch ein bisschen Barren. Ich hoffe, wir haben noch genug. Bestimmt ganz unten. Nee, da ist er. Hä? Oh! Ein Blutstein, 20 Flammenkern. Wir haben genau... Uns fehlt einer. Kein Problem, wir haben Erz. Dann schmeiße ich doch da tatsächlich mal eben das restliche Erz an. Damit wir die vollenden können. Wobei ich die, glaube ich, nicht upgraden kann, ne? Zu einem Element. Oder? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. So und so. Achso, ja gut. Rein damit. Da brauchen wir jetzt auch nicht auf den 20. warten.
So. Kohle rein. Und wie ist es eigentlich hier? Ist das Ding durchgelaufen oder liegt da noch was? Nee. Gut. Met. Zwei neue Mischungen rein. So. Und außerdem hier nochmal mehr Stoff rein. So. Und zack. So, dann restliches Flachs. Sehr gut. Wir haben hier einen Barren und hier einen Barren. Die nehme ich mal mit nach oben. Und nehme mir dann alle bis auf einen raus. Und da können wir drinnen herstellen. Oh Mann, was das wohl kostet, das abzugraden. Ich bin sehr gespannt. So, alles bis auf einen. Und wir haben alles. Halt, die Stoffe kann ich hier rein tun. Und den Met hier rein. So viel Zeit muss sein. So und so und so. Zack. Sehr gut. Und jetzt sollten wir es herstellen können, oder? Nein, immer noch nicht. Was fehlt denn? Ich habe irgendwas vergessen, ne? Stimmt. Den Blutstein. Na klar. Oh oh. Habe ich sie nicht alle aufgebraucht? Oh, Gott sei Dank, wir haben noch einen. Okay, aber das Upgraden schaffen wir niemals, ne? Aber wir können sie endlich herstellen. Das zerbrochene Schwert ist wieder ganz. Eine Flamme und ein Heiß. Befeuert von der Erinnerung uralter Krieger. Oh! Zack! Und wir können es nicht auf ein Element skillen. Habe ich mir aber gedacht. Aber wir können es natürlich aufwerten. Und das braucht Flammkern und Blutstein. Gut. Also müssen wir... Der geht bestimmt auf Stufe 4. Nee, der geht auch nur auf Stufe 3. Weil... Nee, wir können es noch einmal upgraden. Stufe 5. Also brauchen wir nur noch einen Blutstein. Heißt... Lass mich mal kurz rechnen. Drinwin braucht einen. Plus einen zum Upgraden. Plus nochmal zwei zum Upgraden. Also 4. Der Trollstuff ist Max. Also 4... Plus den einen hierfür. Macht 5, oder? Wir brauchen nur noch 5 Blutsteine. Dann haben wir alles gecraftet, was es aus den Ashlands gibt. Auf Max. Ja. Voll geil. Und wie sieht die Klinge aus? Boah. Was für ein geiler Feuereffekt. Ja, nice, Alter. Ich habe Angst, damit zuzuschlagen. Vor allem hier in unserer Holzhütte. Soll ich mal? Und Mausradklick. Sollte ich es wagen? Ich wage es. Okay, oh gut, gut. Er macht nur so einen Stich. Oh, das sieht voll geil aus. Dieser Flammeffekt. Richtig nice. Achso. Verdammt, ich will sehen, wie... Ich will den Schlag von vorne haben. Also ich muss so schlagen und dann schnell drehen. Ja, sieht scheiße aus. Ja gut, okay. Aber wir haben die Klinge. Ist das nicht hammergeil? Das heißt, die Klinge und die Dinge, die Dinger hier, können wir oben anbringen. Fehlt nur noch drin bin. Das schreibe ich mir auch gleich mal auf meine To-Do-Liste. Weil das ja tatsächlich das letzte Teil ist. Und das hier, die kommt auch an den letzten Spot, der noch frei ist. Hüpf. Oh. Und 2, 3, 4. Schon episch. Ja. Oh, dieser Flammeneffekt sieht voll schön aus. Voll geil. Gut. 2, 3. Leggedy leg. 4 und 5. So, und das war eine richtig geile Aufnahme. Diesmal, ja, er will es speichern natürlich. Hätte damit nicht warten können, bis ich die Abmod gemacht habe. Aber gut, war hammergeil. Wir haben Drünwin, wir haben den letzten Spot gefunden. Wir haben die Rüstung auf Max. Es fehlt jetzt eigentlich nur noch, dass wir ein paar Festungen klatschen. Für ein paar Blutsteine. Habe ich ja gerade zusammengerechnet. Ich glaube, wir brauchen noch 5. Ich weiß nicht, ob wir mehr brauchen, aber selbst wenn, kann es ja nicht schaden, welche auf Halde zu haben. Ich habe keinen Plan. Wir haben allerdings bisher nur 2 Festungen zur Auswahl. Mal schauen, wie wir das machen, aber das war ja auf jeden Fall sehr, sehr ertragreich.
Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Lasst gern ein Abo da und lasst gern ein Like da und vor allem auch gern einen Kommentar. Das wäre super nett. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.